Hallo liebe Pilzfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Pilzvideo. Die erste Märzhälfte ist schon wieder so gut wie vorbei und damit ist es an der Zeit, auf unseren Start in den ersten richtigen Frühlingsmonat zurückzublicken. Was gab's zu finden? Was machen die Morcheln? Wie sieht es mit den restlichen Frühlingspilzen aus? All das in diesem Video. Mit die größten Highlights auch im März 2023 Frühstarts bei den Morchelartigen. So konnten wir unseren Frühstartrekord bei den Spitzmorcheln aus dem Jahr 2022 nur ein Jahr später schon wieder brechen und am 10. März unsere bisher früheste Spitzmorchel entdecken. Nur einen Tag später klappte es dann mit einem weiteren Frühstartrekord und zwar dem frühesten Morchelbecherling aller Zeiten. Wahnsinn, was in diesem März schon wieder geboten war. Insgesamt machte die Natur in den ersten Märztagen bei uns in Oberbayern aber einen riesengroßen Sprung. Gab es am ersten Märzwochenende noch kaum Morchelanzeiger zu finden, blühten am zweiten Märzwochenende dann Seidelbast, Lungenkraut und Schlüsselblume. Ja, und so macht's einfach riesen Spaß, der Natur beim Frühlingserwachen zuzusehen. Neben dem Morchelfrühstart gab es dann aber auch noch ein weiteres richtiges März-Highlight für uns. Den Erstfund des violettblättrigen Tausendblattes. Einer auf Deutschland bezogenen seltenen bis sehr seltenen Art, die uns bis zum Erstfund tatsächlich komplett unbekannt war. Unser Fund der Art war zudem der erste für die Kartierung gemeldete Fund der Art aus unserem Heimatlandkreis. Besser geht's nicht. Ansonsten war aber leider die bei uns vorherrschende Trockenheit das große Thema. Ja, und die ganz große Artenvielfalt war bei uns in Oberbayern leider nicht zu entdecken. Zwar gab es mit Schaboxkrautbecherling und unzähligen Prachtbecherlingen schon viele schöne Funde, aber ansonsten waren neben Zapfenrübling, Zapfenhelmling und Trompetenschnitzling vergleichsweise wenig los. Wir hoffen in der zweiten Märzhälfte endlich auf ergiebige Niederschläge. Gerade die Morchelartigen sind ja dafür bekannt, von feuchter, warmer Witterung zu profitieren. Ja, und dementsprechend braucht es bei uns dringend Wasser von oben, damit es 2023 wieder mit tollen Funden aus dem Bereich der Morcheln, Lorcheln und Werpeln klappen kann. Zum Abschluss des Videos wird mich jetzt wieder mal interessieren, wie denn euer Start in den März war. War es bei euch in der Region teilweise auch schon so wunderbar warm mit Temperaturen von über 15 Grad oder wart ihr vom Märzwinter betroffen und habt mehr Schnee geschaufelt als Morchel gesucht? Schreibt es uns wie immer gerne in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß mit unseren Märzeindrücken, einen tollen Start in die zweite Märzhälfte und viele schöne Morchel und vor allem Erstfunde. Habt eine tolle Zeit, ja, und dann sehen wir uns schon bald auf der nächsten Waldrunde oder im nächsten Pilzporträt. Macht es gut und bis dann.